Ja, vielleicht drehe ich doch jetzt ganz schnell mal das Video, weil ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Und zwar habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass ja meine Rückscheinwerfer, und zwar die auf dem Kofferraum liegen, also das heißt, wenn der Kofferraumdeckel hochgeht, gehen ja diese Scheinwerfer mit hoch. Es geht also nicht um die Scheinwerfer, die an der Karosserie sind, sondern nur am Kofferraumdeckel. Und da hatte ich ja so Risse drin. Das hatte ich ja schon per Video euch mitgeteilt und habe jetzt eigentlich auf einen Servicetermin gewartet, habe das also mit der App alles auch geklärt. Und habe dann aber keine Bestätigung bekommen. Habe dann nochmal nachgefragt, ob ich irgendwas falsch gemacht hätte, denn jetzt oder so. Nein, da wurde dann auch tatsächlich auch zurückgeschrieben, ist alles in Ordnung, alles gut. Aber ich müsste warten, bis die Teile da wären, also bis die Teile angekommen sind. Dann habe ich jetzt auch gewartet, aber es kam nichts. Dann habe ich jetzt nochmal nachgefragt, weil der Termin soll jetzt am Freitag sein. Der Freitag ist praktisch ein Brückentag. Da könnte ich dann rein theoretisch natürlich donnerstags bis sonntags in Urlaub fahren. Und dann habe ich gefragt, also wenn ich habe Ich bräuchte eine Bestätigung oder wären die Teile, sind die Teile da, sind die Teile nicht da? Was ist da los, Tesla, habe ich geschrieben, weil ansonsten fahre ich in Urlaub. Und wenn die Teile dann da sind, dann bleibe ich halt auch zu Hause, so in Anführungsstrichen, ne, nach dem Motto. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, so wie das auch normalerweise üblich ist. Das heißt also, nein, die Teile sind da, alles ist okay. Bekam dann auch den Kostenvoranschlag, habe mir dann fälschlicherweise den Kostenvoranschlag nicht komplett richtig durchgelesen, habe dann gesagt, na, die haben das schon richtig gemacht. Habe dann eine Summe gesehen, aber ich habe also war auch ein bisschen Eile in Hektik, habe dann das bestätigt, weil man muss den Kostenvoranschlag bestätigen, damit überhaupt dieser Servicetermin überhaupt erstmal fest gebucht wird. Das habe ich dann gemacht und plötzlich sage ich, oh, 1400 Euro für die kleinen Scheinwerfer hinten, das ist aber viel. Da habe ich mal genau explizit nochmal nachgeschaut und habe dann gesehen, halt, Vorsicht, die haben nicht nur die Rückscheinwerfer genommen, sondern die haben vorne auch noch die Scheinwerfer genommen. Die vorderen sind auch kaputt. Da habe ich gedacht, deswegen meine Aufregung. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht. Nein, nein, nein. So nach dem Motto, nein. Es sind doch nur die hinteren. Ah, oh, nee, Leute. Okay, dann habe ich direkt natürlich wieder in diese App rein, in diese Service-App, habe dann wieder eine SMS in diesem Service-Ding geschrieben, wie eine Art SMS. Hallo, 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 ne? Alles falsch, nur hinten die und nicht vorne die und so weiter. Und dann habe ich nochmal in die Historie reingeschaut, was ich denn geschrieben habe. Und da stand dann auf dem Kostenvoranschlag, stand dann so ein Bericht drauf, was ich geschrieben habe. Ich habe aber nur geschrieben, dass das Auto mehr oder weniger praktisch mit der Hand gewaschen wird von mir, dass alles okay ist, dass ich auch mit den Rissen, ich gehe auch nicht in die Waschanlage oder so. Und das, also es wird auch nur von mir mit der Hand gewaschen. Ich glaube, ich war einmal in der Waschanlage oder so, wenn überhaupt. Und diese Risse, ne, und dann habe ich dir Fotos geschickt und so weiter, aber ich habe keine Fotos von vorne, nur Fotos von hinten, von diesen Scheinwerfern auf dem Kofferraumdeckel liegend. Sonst habe ich nichts gemacht. Und da stand aber oben, der Kunde sagt, dass die Front- und Rückscheinwerfer kaputt sind. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht gesagt, die vorderen, nur die hinteren. Da wurden oben zwei Sätze reingeschrieben. Wo kommen die denn bitte schön her? So in meiner Panik bin ich jetzt auf Google gegangen, habe dann auf Google, weil ich dachte, jetzt kommt der dann da und Kostenvoranschlag und dann muss ich ja alles bezahlen. Jetzt bin ich auf Google gegangen. Hab dann Saarburger Ring angegeben, hier in Mannheim, das Service Center, das kenne ich ja. Da gab es eine Telefonnummer, eine 030 Schlag mich tot, keine Ahnung, so eine Hotline. Dann war ich in der Hotline drin und habe dann einen Moment gewartet, aber wirklich nur einen Moment, paar Minuten. Also man konnte angeben, hast du eine Panne, geht es bei dir um einen Autokauf, einen Vertrag? Nein, es geht Nummer 4, war Service. Okay, alles klar, es geht um Service. Dann habe ich einfach in der Warteschlange gewartet, dann meldete sich eine Dame, sehr freundlich. Hab mit ihr kurz gesprochen. Sie sah dann auch sofort, also sie war sofort, war die in diesem Thema drin und sagt, ja, okay, sie haben gesagt, der Kostenvoranschlag stimmt nicht. Ich sag genau, der stimmt nicht. Ja, also beruhigen Sie sich mal. Dann habe ich mich erstmal beruhigt. Und sie sagte, selbst wenn der Mann alles mitbringt, aber nur hinten das erneuert, brauchen Sie keine Gedanken machen. Es läuft dann auf Garantie, Sie müssen nichts bezahlen und vorne die Scheinwerfer nehmen wir wieder mit. Also alles gut, aber ich ändere das jetzt. Gucken Sie nochmal in die App rein. Übrigens, man muss in die App reingucken, sonst sieht man das nicht, wenn man eine Mitteilung bekommen hat. Das ist nicht so, dass mein Handy klingelt, ne? Also es ist nicht so. Also muss immer mal wieder reingucken. Sagt, aber ich ändere das jetzt, den Kostenvoranschlag, dann können Sie ja nochmal bestätigen. Puh, ich war schon kurz davor, mir ein NIO zu kaufen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir kaufen uns ein NIO. Wegen dem Service. Aber nein, nein. Weil man hört ja so viel Schlimmes. Und gerade eben habe ich irgendwie auch noch so. Ich sage ganz ehrlich, ich bin jetzt 3 Jahre dabei. Ich habe also immer jemanden erreicht. Es hat immer gut geklappt. Der Service war immer gut.
Also ich bin zufrieden. Es war auch schon mal bei dem vorherigen Modell, war ein Ranger bei mir zu Hause. Da gab es ja diese Wassertröpfchen in dem Scheinwerfer. Das hat er auch super ausgetauscht. Es gab eine Rückrufaktion auf diesem Fahrzeug, hat er dann direkt mitgemacht. Da ging es um ein Kabel hinten am Kofferraum, hat er dann auch direkt gemacht. Also dahingehend kann ich da nichts Schlechtes sagen. Also stelle ich mir erstmal kein NIO. Nein, ich hatte gestern dieses Video gesehen von dem Herrn Zimmermann. Der hat ja diese Autowerkstatt in München, da in der Nähe von München, Grenze, weiß ich nicht. Der hat ja mal, macht das immer ganz gut. Und der ist ja von diesem NIO so begeistert. Ich finde ihn auch ganz gut. Und aber ich bleibe erst noch mal Tesla. Also hier läuft hier alles. Bin zufrieden, ist alles okay. Also dann bleiben wir erstmal noch dabei. Alles gut. Das soll es gewesen sein. Ich werde euch natürlich mitteilen, wie jetzt der Servicetermin gelaufen ist. Der ist aber jetzt erst am Freitag. Heute ist Dienstag. Und dann werde ich euch mitteilen, ob alles gut gelaufen ist, was ich bezahlen muss oder vielleicht auch nicht und Garantie. Aber ich denke schon, dass alles gut läuft. So wie immer. Also ich bin rundherum seit 3 Jahren total zufrieden. Also ganz ehrlich, ja. Okay, das soll es gewesen sein. Der Jörg hier aus Darmstadt und ich melde mich. Bis dann, ciao.